Hallo, ich bin Thorsten Albig und wir haben den 11. von 25 Tagen und bald ist Wahl. Das hier ist der Marktplatz in Eckernförde, der Ratskeller, das Rathaus. Ja, ich bin heute in der Region um Kiel bis Eckernförde unterwegs. Heute Morgen gab es ein interkulturelles Frühstück. Es war sehr spannend. Der Landesrabbiner war da, Herr Rothschild, der Vorsitzende der Sinti und Roma, Matthias Weiß. Und wir haben ja, über Gott und die Welt gesprochen, vor allem aber über Bildung. Und es war ein sehr spannendes, ein sehr witziges Gespräch mit ganz viel Inspiration. Wir haben uns versprochen, das fortzusetzen. Alle Kulturen können dazu beitragen. Und das war Bildung heute Morgen. Das tat sehr gut. Dann gab es eine Diskussion mit der Wohnungswirtschaft. Ich und einige andere Kandidaten waren dabei. Das war vielleicht nicht ganz 100% SPD-Wählerschaft, aber wir arbeiten daran. Dampftouristik, da war ich eben, habe mir angeguckt, was dort geschieht, welche Erwartungen man hat an Land, an Unterstützung, an Europa, damit Damp erfolgreich vorangeht. Ja, und jetzt haben wir hier ein Gespräch mit Unternehmern aus Eckernförde und gleich gibt es Jazz und Lyrik auch hier in Eckernförde. Darauf freue ich mich besonders, mit Kunst, mit Kultur, mit Jazz natürlich, aber auch mit den Kieler Komödianten. Das wird mit Sicherheit ein großartiger Abend, einer von denen, die noch vor uns liegen, zwischen heute und dem Wahlsieg. Der ist nicht mehr weit, wir arbeiten zusammen und morgen sehen wir uns wieder. Tschüss.